Epilepsie ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen und betrifft etwa 400 bis 800.000 Menschen in Deutschland. Schätzungsweise 5% der Bevölkerung haben einmal im Leben einen epileptischen Anfall, ohne allerdings dabei zwangsläufig an Epilepsie zu leiden. Von einer Epilepsie spricht man nämlich erst, wenn solche Anfälle mehr als zweimal innerhalb von 24 Stunden vorkommen. Diese entstehen dadurch, dass bestimmte Bereiche im Gehirn überaktiv sind und zu viele Signale gleichzeitig gesendet werden. Dabei ist das Zusammenspiel der Nervenzellen und dem Gehirn zeitweise gestört. Als Folge krampfen dann einzelne Muskeln oder sogar der ganze Körper. Deswegen werden sie auch manchmal krampfanfällig genannt. Sehr häufig wird man dabei auch ohnmächtig. Aber im Normfall hat man keine langfristigen Beschwerden. In den meisten Fällen sind keine genauen Ursachen bekannt. Es gibt aber gewisse Auslöser, die bei einigen Patienten vorkommen, wie zum Beispiel Verletzungen oder Entzündungen am Gehirn. Aber auch starker Alkoholkonsum, Fieber oder Schlafmangel können zu einem solchen Anfall führen. Manchmal wird die Epilepsie sogar in der Familie weitergegeben. Leider gibt es noch keine direkten Behandlungsmethoden. In den meisten Fällen wird dann krampflösende Medizin eingesetzt und die Auslöser sollen so gut wie möglich umgangen werden. Wenn man einen epileptischen Anfall bei einem Mitmenschen erlebt, sollte man ihn auf keinen Fall anfassen, sondern einfach nur Gefahrenquellen beseitigen. Übrigens können solche Krampfanfälle nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren vorkommen. Ja, vielen Dank, alles Gute.